hatten zu wenig Aktionen nach vorne. Wenn man, glaube ich, kein einziges Mal aufs Tor schießt, dann wird es schwierig, ein Tor zu schießen. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Die erste Halbzeit war nicht gut. Speziell erste Halbzeit war es, glaube ich, schon, dass uns da so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass wir nicht diesen hundertprozentigen Druck, sage ich jetzt mal, vorne draufbringen konnten. Hatten trotzdem Ballbesitz, haben aber aus dem Ballbesitz zu wenig gemacht. Dann hat halt das gewisse Etwas gefehlt, dass wir uns dann durchgesetzt haben, dass wir einen guten Touch hatten, dass wir dann mal ein 1 gegen 1 gewonnen haben oder sowas. Und so spielst du dir halt auch keine Torchancen dann raus. Der Trainer ist auch in der Kabine laut geworden. Das, glaube ich, hat uns nochmal einen kleinen Push gegeben. Den darfst du aber eigentlich zu Hause nicht brauchen mit den Fans im Rücken. Und das hat uns einfach heute über 45 Minuten lang gefehlt. Nehmen wir uns alles in der Kabine vor, dass wir alles besser machen. Und nach 47, in der 7 oder 2 Minuten ist halt das Ding im Tor. Klar ist scheiße, was soll ich sagen. Haben wir uns auch anders vorgestellt. Ja, war ein langer Ball, glaube ich. Und Tim, meine ich, hatte einen Stockfehler, aber das kann immer mal passieren. Da mache ich ihm keinen Vorwurf und dann kommt die Flanke. Und dann ist es halt schwer gegen eine kompakte Mannschaft, die direkt nach der Halbzeit zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt trifft, dann noch sich die Möglichkeiten rauszuspielen. Wir hatten trotzdem sehr, sehr viele Aktionen nach vorne, aber der letzte Pass oder der letzte Schuss hat einfach am Ende gefehlt. Und dann, ja, wie gesagt, ohne Tore kannst du keine Spiele gewinnen. Wir haben dann am Ende nochmal alles probiert, aber wirklich ohne irgendwie zwingend zu werden, hatten ja, glaube ich, nicht eine vernünftige Torchance, sage ich jetzt mal. Ich glaube, heute hätten wir noch eine halbe Stunde spielen können, da hätten wir kein Tor gemacht. Gar keine Zeit, das aufzuarbeiten, ist, glaube ich, vielleicht ganz gut. Einfach jetzt mit aufrechtem Kopf da nach Regensburg zu fahren und wieder das Beste rauszuholen, wieder die Energie, die uns die letzten Wochen ausgezeichnet hat, auf den Platz zu bringen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da auch wieder eine Runde weiterkommen.